Herzlich willkommen zu diesem neuen Drechsel-Video. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja schon mal so eine Holzschale gedrechselt. Das ist übrigens auch ein eigenes Video. Da drechsel ich die Holzschale, die ich vorgedrechselt habe, nochmal. Damit wir hier diese schöne Holzform haben und vor allen Dingen auch gar keinen Fuß mehr, wie das geht, zeige ich dir in dem Video. Jetzt ist es bei so einer klassischen Holzschale so, dass es ein bisschen einfacher ist, wenn der Boden hier unten nicht so tief ist. Jedoch kann man natürlich auch ganz, ganz tolle kleine Schalen, Schüsseln bzw. solche kleinen Kelche drechseln, wenn das Holzstück ein bisschen höher ist. Da muss man ein bisschen anders vorgehen und das will ich dir im heutigen Video mal zeigen. Wir haben hier einen sehr, sehr schönen Holzrohling und im Vergleich zu hier dieser Holzschale ist der auch schon ein gutes Stückchen höher. Daraus will ich heute mit dir zusammen etwas Tolles drechseln und hier als erstes mal noch eine kleine Information. Wenn du noch nicht angefangen hast zu drechseln, dann wäre das jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt für dich. Vor langer, langer Zeit habe ich es schon angesprochen. Ich will Drechselkurse hier in meiner Werkstatt geben und das ist jetzt alles soweit fertig. Du kannst jetzt unten in die Videobeschreibung klicken, um deinen Drechselkurs bei mir hier in der Werkstatt zu buchen. Das ist eine sehr, sehr gesellige Runde mit immer tollen Teilnehmern. Das ist wirklich immer schön, mit wem man sich hier austauschen kann. Beim vergangenen Drechselkurs war zum Beispiel auch ein Baumpfleger dabei. Das wäre halt eben für dich dann auch die Möglichkeit gewesen zu fragen, hey, Baumpfleger, du hast Holz. Kann man damit was drechseln? Vielleicht hast du ja mal ein Stückchen für mich. Das ist das Tolle an den Drechselkursen. Hier ist man nicht im Internet, hier ist man wirklich mit wirklich Personen halt eben vor Ort und kann sich dann halt auch eben austauschen. Ich werde dir halt eben dann an diesen Drechselbänken zeigen. Drei Leute können immer kommen, drei Drechselbänke, drei Sätze Werkzeuge, drei Arbeitsplätze für jeweils eine Person. Und da werde ich dir dann halt eben zeigen, wie man mit dem Drechseln anfangen tut. Weitere Informationen findest du dazu halt eben in der Videobeschreibung. Und genau, wenn du noch nicht genau weißt, ob das was für dich ist und wenn du gerade noch am Anfang stehst und da ein paar Problemchen hast, dann wäre das auf jeden Fall was für dich. Dieses Stück Holz hier habe ich vor mehreren Jahren vorbereitet und ich habe es jetzt einige Jahre bei uns zu Hause, bei meinen Eltern zu Hause im Baumhaus gelagert. Das heißt, das Stück Holz hier ist ideal abgelagert. Ich habe das, bevor ich es mit der Bandsäge zugeschnitten habe, mit der Kettensäge zugeschnitten. Das heißt, es konnte vorher schon trocknen und anschließend konnte ich es an der Bandsäge in eine Schalenform vorschneiden. Wir sehen hier zwei Fressspuren. Wenn die später noch ersichtlich sein werden, habe ich schon hier eine Idee, wie wir die halt ein bisschen verschönern können, damit die nicht stören. Hier mal ein Stück Rinde, da müssen wir aufpassen, wenn wir anfangen zu drechseln. Hier sehen wir einen feinen Haarriss, der sollte keine großen Probleme bereiten, weil der halt eben nicht tief ins Material hereinragt. Ein sehr, sehr schönes Stück Holz. Hier ist jetzt schon die Maserung ersichtlich. Wunderschön. Müsste Kirschholz sein. Habe ich selbst, wie gesagt, alles geschnitten und getrocknet. Und dann macht sowas umso mehr Spaß zu bearbeiten. Wir werden das hier als Schaleninnenseite verwenden. Deswegen wird auch hier die Planscheibe draufkommen. Weil ich das damals schon auf der richtigen Seite markiert habe, sehe ich hier auch noch das Zentrum, was ich halt eben mit meinem Zirkel markiert habe. Und das ist auch so die Anordnung, wie ich die Maserung haben möchte. Ich möchte, dass die Maserung nach oben gestellt ist und nicht von oben nach unten. Heißt, wenn wir quasi später eine fertige Schale hätten, würde ich nicht wollen, dass die Schalenrundung quasi so jetzt angearbeitet ist, weil die Maserung hier so nach unten zeigt. Deswegen kommt die Planscheibe hier hin. Den Reitstock werden wir heute nicht brauchen, weil das Holz so kurz ist und jetzt keine übermäßigen Belastungen draufkommen. Das Holz läuft auch sehr schön rund, das heißt, hier werden wir ein einfaches Spiel haben, das Ganze erstmal rund zu schrubben. Ich habe jetzt schon mal alles rund geschrubbt, damit ich gleich mich nur noch um die Formgebung kümmern muss. Und jetzt sieht das Holz schon wirklich richtig toll aus. Wir haben selbst bei diesem groben Schnitt haben hier fast keinerlei Ausrisse. Also das hier ist ein sehr, sehr gutes Fundament für eine tolle Schüssel. Und wir werden uns jetzt als erstes um den Rezess kümmern, damit wir uns später voll und ganz auf die Form konzentrieren können. Yeah.
Die Form ist jetzt schon mal grob angedrechselt, jedoch müssen wir das jetzt erst ausfüllen, denn es waren jetzt doch drei Fressspuren und die werde ich jetzt einmal ausblasen und die werden wir dann halt eben mit solchem Klebe, mit so einer Klebemasse zumachen und dann werde ich noch einmal die ganze Oberfläche überdrechseln, damit hier hoffentlich alles schön eingekittet ist. Ich will euch heute so ein bisschen zeigen, wie man gerade solche tiefen Schalen einfach drechseln kann. Zunächst einmal schauen wir uns die Werkzeugauswahl an. Am Anfang habt ihr ja gesehen, dass ich hier mit einer Schalenröhre mit Standardanschliff das Material weggedrechselt habe. Das liegt einfach nur daran, dass ich das gerade bei trockenem, harten Holz ganz gerne mache. Das Werkzeug ist noch frisch scharf, dann kann ich auch hier die Schärfe nutzen, um den Großteil vom Material halt eben wegzuarbeiten. Danach muss ich aber zu einer Schalenröhre mit Fingernagelanschliff wechseln, weil ich einfach von der Geometrie her gar nicht mehr das Werkzeug mit der Faser vernünftig hier unten anlegen kann, weil hier bei dem Standardanschliff, gerade wenn der nicht so stumpf angeschliffen ist, wenn der so bei euch ankommt oder wenn ihr den so nachschleift, wie er bei euch ankommt, dann ist hier der Winkel viel zu spitz, als dass ihr hier unten mit der Faser anlegen könnt und vernünftig hier diese Rundung nacharbeiten könnt. Gerade bei solchen tiefen Schalen ist dann hier so ein Fingernagelanschliff ist wirklich von Vorteil, weil man kann das Werkzeug dann auch sehr, sehr effizient benutzen, um im Zentrum, da wo das Holz sich ja sowieso ein bisschen langsamer dreht, dann auch noch effizient wegzudrechseln. Ich werde euch das mal kurz zeigen. Hier kann man es gut erkennen. Mit dem Standardanschliff kann ich hier nicht mehr so gut hier unten um die Kurve. Wenn ich mich dann auf den Boden kommen würde, dann würde ich hier mit der Seite halt eben an meinem Schalenrand anstoßen. Es ist gut, um am Anfang das Material wegzustoßen. Aber um später hier diese Kurve nachzudrechseln, muss man wirklich schon tief hier rein. Wir sehen ja auch, dass das Ganze so ein bisschen hintergedrechselt ist. Das bedeutet, wir müssen die Kurve nochmal ein Stückchen enger nehmen und nicht erst hier vorne starten. Wir müssen quasi hier beginnen, um dann sowas wie einen kreisrunden Pfad nachzuführen. Hier müssen wir jetzt natürlich gut darauf achten, dass die Wandung nicht zu dünn wird. Das ist hier noch okay. Jetzt haben wir aber im Moment noch viel zu viel Material hier unten auf dem Boden. Da gehe ich dann ein bisschen anders vor. Hier drechsel ich ganz gerne von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Nur wenn es darum geht, das Material wegzudrechseln. Wobei man hier auch extrem gut aufpassen muss. Denn wenn man hier mit dieser Bewegung arbeitet, kann es halt eben sein, wenn man nicht aufpasst, dass man mit der linken Flanke komplett, also mit der ganzen Schneide, in die Schalenaußenseite kommt und dann sich halt eben verfängt. Das bedeutet, ich empfehle wirklich, zu einem großen Teil das Ganze in einer drückenden Bewegung wegzudrechseln, um dann erst hier von innen das Material zu entfernen.
damit ihr halt nicht Gefahr läuft, zu nah mit eurer linken Flanke an die Schalenaußenseite zu kommen. Ich werde jetzt als erstes das Material noch wegdrechseln und dann können wir mal noch die Wanddicke überprüfen, damit sie auch überall schön gleichmäßig ist. Denn das soll ja hier auf jeden Fall auch gegeben sein. Hier hat man es gerade so ein bisschen vibrieren gehört. Das liegt halt eben jetzt nochmal daran, weil die Außenseite relativ dünn ist und die Schale relativ hoch ist. Ich nutze hier gerade meinen Negativwinkelschaber. Den findet ihr außerdem wie die anderen Drechseleisen bei mir im Onlineshop. Bei dem Drechseleisen erkläre ich euch dann noch jeweils, was es mit dem Negativwinkel auf sich hat, wie man den anschleift und so weiter und so fort. Hier muss ich allerdings das Holz von außen leicht stützen, damit wir dieser Vibration so ein bisschen entgegenkommen können und halt eben hier eine bessere Oberfläche haben. Und generell könnt ihr euch gerade bei dem Holz mal schön anschauen, wie gut das mit dem Schaber, speziell dem Negativwinkelschaber hier funktioniert. Wir können jetzt schön die Form gleichmäßig nacharbeiten. Ich gehe dann zwei Zügen vor, dass ich als erstes mich um diese Seite kümmere, weil danach muss ich die Messerauflage von der erhöhten Stellung ein bisschen nach unten bringen, damit ich ins Zentrum kommen kann. Das erkläre ich dann auch in dem Schaber-Video, wenn ihr euch das Drechseleisen bei mir bestellt. Warum das jetzt über dem Drehmittelpunkt ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit es halt eben hier nicht knallt. Hier werde ich jetzt noch die Wandung ein bisschen nacharbeiten, aber generell bin ich hier schon echt richtig zufrieden, wie das Ganze jetzt auch schon aussieht. Ich werde jetzt hier oben das Stückchen nochmal nachschaben, weil hier haben wir noch leichte Rattermarken. Und auch hier gilt, dass man den Schaber echt oft nachschleifen sollte bei so einer Arbeit, damit man eine möglichst gute Oberfläche halt eben hat. Schleifen, 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 weil das so schön ist. Unsere kleine Schale ist somit fertig und ich bin extrem glücklich, wie das Ergebnis geworden ist. Wir haben hier oben diesen schönen Kranz, wir haben das leicht hinterdrechselt und gefällt mir so wirklich, wirklich gut. Und wenn ihr jetzt auch vielleicht mal ein Stück Holz habt, wo ein paar Fressspuren drin sind, dann könnt ihr das auch einfach mit diesen Reparatursticks dann reparieren und könnt dann halt trotzdem ein Stück Holz, was eigentlich vielleicht Brennholz wäre, in so eine wunderschöne Schale verwandeln. Gerade wenn ihr vielleicht ein bisschen Kirschholz habt oder, schmeißt das nicht weg, verbrennt das nicht. Denn ihr seht, man kann aus so einem kleinen Stück Holz was Wunderschönes machen. Wenn du jetzt Lust auf einen Drechselkurs hast, wie gesagt, schau in die Videobeschreibung. Dort findest du ein paar Informationen zu den Drechseleisen, zu den Kursen und so weiter und so fort. Ich darf mich bei dir bedanken, dass du so lange am Video dran gewesen bist. Wenn du jetzt Lust auf weitere Drechselvideos hast, dann schau gerne mal eins von den Videos dir an oder schau einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Da wirst du noch einiges an Videomaterial zum Holz- und Möbelbau auf jeden Fall finden. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.